Wenn ihr mich mal seht, in einem Eckchen hückeln, so umpöppeln, an einem Hölzchen, müsst ihr nicht meinen, ich sei durchgedreht. Das ist einfach, weil man muss ja spüren, ob das Holz tönt oder nicht. Und wenn ich das Holz aussuche, kann ich eine halbe Stunde lang manchmal da rumklopfen. Es hört nie auf, oder? Es ist eigentlich ein stetiges Suchen an einem besseren Klang. Und oder wenn es jetzt einfach fertig wäre, jede Gitarre käme gleich, es würde nicht besser, könnte es ja wirklich sein, nach 30 Jahren, dass man sagt, ja, okay, eigentlich will ich jetzt mal etwas anderes machen. Aber das ist nicht der Fall. Ich komme jedes Mal in die Werkstatt und habe Lust. Also wenn ich aufstehe morgen, habe ich Lust zu arbeiten. Gut, ist die genug dick, das könnte man sie nicht mehr abschließen. Hm? Gut, gell? Mhm. Schön, wie oft es war, so. Ja. Ist etwas eingelegt, oder? Nein, ich bin. Der Werni hätte keine Familie, oder hätte vielleicht schon Familie, aber er hat unbedingt eine Frau gebraucht, die auch ihm sein Werk unterstützt. Also, er hat einmal gesagt, er hätte mich nicht geheiratet, wenn ich jetzt eifersüchtig gewesen wäre auf Gitarre oder was er macht, wenn ich nicht unterstützt hätte. Ja. Das ist eben auch, wenn du es so einzeln machst, dann kannst du den Winkel gut korrigieren. Ich muss dir vorstellen, wenn jetzt einer von diesen Zehntel oder zwei, drei sind ein Zehntel mehr, dann hast du noch keine Rundung mehr. Und dann fräse ich ja dann in die Decke schön rund und dann passt der nicht rein. Und darum müssen die extrem stimmen. Was es ein bisschen braucht, ist Geduld. Aber es ist noch lässig zu machen, finde ich. Und was dann eben toll ist, wenn du am anderen Morgen aufstehst, denkst du, ah, lässig, heute kann ich die Schalloche rausnehmen und einsetzen. Das ist ein Grund zum Aufstehen. Hallo. Ja, unter anderem. Seine Arbeit ist, ich würde sagen, geprägt von Ausdauer und Intensität und Genauigkeit. Also er ist ein Mensch, wenn er etwas in die Hand nimmt, das klingt ihm immer. Irgendwann einmal habe ich im Radio ein Konzert gehört, ein Instrument, das ich irgendwie nicht richtig konnte zuordnen. Ich habe dann aber herausgefunden, dass das eine klassische Gitarre ist. Und das hat mir einfach gerade die Ärmel reingenommen. Der Klang von dem, das war ein klassisches Konzert von André Segovia. Der hat dort eine klassische Gitarre gespielt. Ein paar Tage später habe ich gefunden, ich will das lernen. Bin in einem Musikhaus in Chur und habe dort mich beraten lassen. Und es war ein junger Typ, der ist noch ein Freund geworden von mir, der Hannes Domenik. Er war Gitarrenlehrer, er hat gesagt, komm zu mir in die Stunde. Und so. Dort habe ich die erste Stunde genommen. Dann habe ich ein bisschen Nötchen gelernt und so. Ja, und immer einfach gespielt so, begeisternd eigentlich. Dort war ich noch in der Lehre als Elektroniker, was ich dann durchgezogen habe, aber irgendwie hat es mich immer ein bisschen mehr richtig Gitarre gezogen.
alte Gitarre gebaut. Hört man schon ein bisschen den Unterschied. Also, muss sagen, man hört das sehr, dass die einfach besser sind als die, die da sind. Also wenn ich mal mit so einem übe, eine halbe Stunde, dann denke ich, ach nein, ich hole eine von mir. Das sind so Phasen, dass ich viel übe, aber das sind wirklich Phasen. Jetzt habe ich gerade Phasen nicht üben. Das heisst, in zwei, drei Monaten sehr wenig geübt. Aber in so Phasen, dann stehe ich früh auf und dann bin ich vielleicht eine Stunde da drin und dann ganz morgen früh dann eine Stunde üben.